geh nach Hause. Na gut, das machen wir jetzt noch schnell. Ich glaube, es ist irgendwo einen Weg, den werde ich mal nutzen. Dann sei es ein bisschen bescheiden. Ich denke mal, das Haus ist Corvo Bianco, oder? Weil ich möchte auf jeden Fall noch mal schnell was in den, noch was machen. Und zwar, erstmal habe ich jetzt ja gerade genug Geld, um Corvo Bianco zu einem Glanzer strahlen zu lassen. Weil ich habe jetzt ja 5000 Geld. Und außerdem würde ich mir das Geschenk angucken, was auch immer das sein mag. Bringt mir natürlich nichts, weil das das letzte DLC ist. Und ich das komplette Restspiel ja schon durch habe. Wenn man natürlich Blatt und Wein gleich mit als erstes gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich, hätte das wahrscheinlich noch gut was gebracht. Aber so, naja. Haushofmeister? Oh. Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Was riecht hier so? Wer taucht denn jetzt auf? Zeug? Wer will denn jetzt bei mir einziehen? Und? Ciri, was macht die denn hier? Du siehst gut aus. Komm, steh da nicht so rum. Ich will eine Umarmung. Was macht sie denn hier? Wollte sie nicht auf die Jagd gehen? Was hast du mitgebracht? Einen Garkin aus Angren. Ich habe ihn erlegt, ganz alleine. Bist du deshalb so plötzlich aus Carreras verschwunden? Ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Deine Nachricht war verwirrend. Versuch nicht, mich zu finden. Das hat mich ganz schön umgehauen. Das war blöd von mir. Ich konnte irgendwie nicht atmen in deinem Schatten. Wenn ich geblieben wäre, wäre ich erstickt. Und als ich diesen Auftrag gesehen habe, als ich Angren sah, da wusste ich, dass ich es tun musste. Allein, ohne mein Kindermädchen. Ich bin nicht ein Kindermädchen. Ich glaube an dich. Cool. Gefällt dir mein neues Haus? Das ist ein gemütliches Zuhause. Mit sehr viel Potenzial. Ich habe es von der Herzogin als Anzahlung für die Erlegung des Biests bekommen. Ich habe schon mit der Renovierung angefangen. Lass uns rausgehen, dann zeige ich dir alles. Ich will aber renovieren! Nein! Ich wollte die Bude doch mal richtig durchrenovieren. Verdammt! Ach, ist das schön hier. Ich könnte für immer bleiben. Tja. Tu das? Was spricht denn dagegen? Eigentlich gar nichts. Ich habe einen Garkin getötet und meinen Lohn abgeholt. Ich habe eine Pause verdient. Ganz recht, Mademoiselle. Wie mein Haushofmeister sagen würde. Du hast einen Haushofmeister? Ja, er heißt Barnabas Basilius, kurz BB. Obwohl ich nicht sicher bin, wie er das findet. Er hat dich reingelassen. Ich werde ihn bitten, dir Obst und was zu trinken zu bringen. Und du kannst den Rest des Tages faulenzen. BB. Oh, nichts lieber als das. Ob er das gerne hört, BB? Ich bin ja leicht überrascht, dass wir jetzt euer Ziri hier treffen mit einer Landschaft. Ja, das ist... Sie ist jetzt Hexerin verlieren. Ich mag übrigens dieses Outfit nicht. Ich glaube, ich mochte das andere doch mehr. Das war eine dumme Idee. Das ist eine gute Frage. Wie fühlt sich eine Hexerin an? Ist es, wie du es dir vorgestellt hast, eine Hexerin zu sein? Geralt, ich war ja wohl nicht auf meine Fantasie angewiesen. Denk daran, wir sind ein gutes Stück Wegs gemeinsam gegangen. Geselle und Meister zu sein, sind aber zwei Paar Schuhe. Von der Meisterschaft bin ich noch ziemlich weit entfernt. Aber ich tue, was ich kann. Ich habe ja auch bei den Besten gelernt. Ich habe nur weitergegeben, was bei mir funktioniert. Oder es versucht. Ich meinte Eskel und Lambert. Du bereust deine Wahl also nicht? Gar nicht. Ich tue, was ich immer tun wollte. Und bin, wer ich immer sein wollte. Das ist eine Definition von Glück, glaube ich. Glaubt sie. Tja, bist du schon angehasst worden? Naja, man kennt sie ja nicht jetzt als Hexerin. Erstmal sind Hexerinnen ja ziemlich unbekannt. Das ist,
Dann sieht Ciri ziemlich schön aus, bis auf die paar Namen. Das ist wahrscheinlich selbst mit denen, die geben mir wahrscheinlich eher mehr Charakter. Insofern hat Ciri eigentlich nur alle Vorteile, oder? Hast du die charmanteste Seite des Hexerdaseins schon kennengelernt? Welche Seite ist das? Den Hass, die Abscheu. Diese merkwürdige Mischung aus Bewunderung, Furcht und Verachtung. In einem Dorf haben sie die Hunde auf mich gehetzt. In einem anderen haben sie mir verboten, aus dem Brunnen zu trinken. Ansonsten war alles in Ordnung. Bis jetzt hat noch keiner versucht, mich um meinen Lohn zu prellen. Das wäre auch, glaube ich, schwierig. Ich hatte gehofft, Frauen würden sie anders behandeln. Geralt, wenn Frauen in dieser Welt anders behandelt werden, dann selten zu ihrem Vorteil. Ganz im Gegenteil. Ja, kann man ja mal machen, der Herrin von Raum und Zeit befehlen, nicht aus dem Brunnen zu trinken. Obwohl, hat sie die Fähigkeiten eigentlich noch? Also zumindest hier rumteleportieren müsste sie eigentlich noch können, theoretisch. Das könnte sie ja eigentlich immer. Meine Ciri ist prinzipiell auch Zauberin, nur merkt man davon nicht so viel, weil ihre Ausbildung irgendwie so 5 Minuten langweilig wird. Wie ist es in Angren gelaufen? Garkins können zähe Gegner sein. Ich musste ihn an einen geräumigen, leeren Ort locken, wo er sich nicht verstecken konnte. Ich habe eine alte Gruft fernab jeder Siedlung gefunden. Gute Wahl. Weitere Verluste sollte man immer vermeiden. Verstecken konnte er sich also nicht. Aber der Bastard muss ja immer noch verdammt schnell gewesen sein. Nicht so schnell wie ich. Mein Problem war eher seine Stärke. Da war er mir haushoch überlegen. Aber mit einer Portion schwarzen Blutes hat es funktioniert. Wir haben eine Weile gekämpft. Ich täuschte ein verpatztes Ausweichmanöver vor und ließ ihn trinken. Dann war es ein Kinderspiel. Sie kann Hexertränke benutzen? Aber sie hat ja eigentlich nicht die Kräuterprobe hinter sich. Eigentlich dürfte Ciri keine Hexertränke trinken können. Die könnte maximal Öle verwenden, aber das, die ganzen Gifte. Aber andererseits die sauren. Das könnte ihr eventuell auch helfen. Wenn man nicht gerade allergisch ist, ist es wie Triss gegen alle Zaubertränke, ist es das gehen. Na gut, schönen Tag noch. Bis dann, Ciri. Pass auf dich auf. Ja, ich muss hier noch mein Haushofmeister und sei jetzt noch so Bescheid. Kristallisiert, ja. Aha! So. Alte Frau. Pass auf dich auf. Hey! Zack, weggeben, Tickel. Haushofmeister, muss mit dir reden. Herr, wir haben eine Weinlieferung erhalten. Vom Belgard-Weingut, vermute ich. Mit besten Grüßen von Madame Mathilda und Monsieur Liam. Ja. Die Fässer sind bereits abgeladen und im Keller verstaut. Rechts vom Eingang. Schön. Vielen Dank. Ich sehe es mir an, wenn ich Zeit habe. Rechts vom Eingang. Ausgezeichnet. Mir wurde ausgerichtet, dass wir in 5 Tagen eine weitere Lieferung erhalten. Was sind wir denn bitte schon für ein Weingut? Ich denke, wir verkaufen Wein und kriegen den nicht. Soll ich jetzt hier Renovierungsarbeiten? Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Das Haus, aber das Gelände habe ich ja schon verschönert, ne? Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Ja. Warum? Das hatten wir schon mal. Ja, los, go, go. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Hervorragend. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Kompletter Rebuild? Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ja, schönen Tag noch. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Vor allem, das hat erstmal das komplette Geld gekostet, was ich ausgegeben habe für das ganze, alles, was ich verdient habe. Was haben wir denn hier schön? So ein Regis neu gekriegt? Brief von Regis. Lieber Geralt, wenn du dies liest, bin ich schon weit von Fortosson und hast meinen Mutagen-Generator gefunden. Du kannst das Instrument natürlich nennen, wie du willst. Vielleicht etwas inhaltlich oder geschmacklich passenderes. Ich zweifle nicht daran, dass dein Wissen über Mutagene das meine bei Weitem übersteigt. Ich habe in meiner Freizeit an diesem Gerät gearbeitet. Nun ist es fertig und ich bin von seiner Funktionstüchtigkeit überzeugt. So überzeugt ein Erfinder eben sein kann, bevor seine Erfindung sich bewährt hat.
Gewiss fragst du dich, wozu es dient. Wie der Name schon sagt, generiert das ein Mutagen-Generator Mutagene. Er absorbiert die elektromagische Energiewelle vom Körper, in diesem Fall von den Körper der Monster und Bösewichte, die du tötest. Und wenn er hinreichend aufgeladen ist, wandelt er die Energie in ein großes Mutagen um, für das du zweifellos gute Verwendung haben wirst. Leider bin ich Amateur, daher musst du mir vergeben, dass sich der Betrieb des Apparats nicht steuern lässt. Welches Mutagen du erhältst, ist dem Zufall überlassen. Es kann rot, grün oder blau sein. Ich habe allerdings bemerkt, dass sich die Farben meistens abwechselnd. Gewiss sind es mein Geschenk nützlich. Dein ergebener Freund, Imi Regis Ruhelek Tirsif Godefroy. PS, du magst dich fragen, warum ich den Mutagen-Generator einfach bei dir abgeladen habe, anstatt ihn dir persönlich zu geben. Nun, das tat ich aus Bescheidenheit. Ob du es glaubst oder nicht, alles Gute, Gerard, möge mein Geschenk dir nützen. Verdammt, das bringt mir leider überhaupt nichts. Ist bestimmt total toll, das Gerät, aber bringt mir leider überhaupt nichts. Na gut, dann muss ich jetzt Siri durchfüttern oder was? Na gut, warten wir mal. Warten wir mal kurz. Wie lange? 72 Stunden muss ich eigentlich abwarten. Also ich werde in der Praxis gesehen, werde ich nur 69 Stunden abwarten, aber ich hoffe einfach, dass es reicht. Im Schlimmsten könnte ich nochmal 3 Stunden extra warten. So, reicht das schon? Oder muss ich wirklich ernsthaft 72 Stunden abwarten? Mein Haus sieht nicht unbedingt anders aus. Was steht an, Katzenauge? Ey, mir gehört die Bude hier. Tatsächlich wird hier, Gwent ist noch mein Untergang. Was kann ich für dich tun, Herr? Kann er was zu sagen? Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Die Typen sind noch am Bauen, also die brauchen tatsächlich... die Typen brauchen tatsächlich relativ lange hier. Kannst du nicht laufen? Ich bezahle euch hier, Freunde. Ich habe hier 5000 Taler von mir gekriegt. Gut, das Viech davon geht wahrscheinlich auch für Material auf, aber trotzdem. So, Arbeitskraft ist ja auch nicht so... komm, wir sind abgeschlungen. Jawohl. So, warte mal. So, ist immer noch, die Quest ist immer noch nicht erledigt. Ein Hexer könnten wir hier immer brauchen. Das sieht aber recht schön aus. Wenn man das mal anguckt. Doch. Das ist eigentlich ganz angenehm hier, ne? Das ist ach, meine Küche, Marlene. Danke, dass du mir erlaubt. Ja. Bis später. Bis dann. Okay. Die Küche sieht, naja, das ist kommt langsam schon ein bisschen. Also das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die Renovierungsarbeiten waren auf jeden Fall, Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen. Und ich habe mir erlaubt, 2 Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Was? Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komm ich. Wir haben was im Keller entdeckt? Ach, jetzt habe ich hier noch einen Rüstungsständer. Das Problem ist, ich glaube, ich habe kein Rüstungsset mehr, oder? Zumindest keins mehr, das ich aufhängen kann, oder? Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch eine Tesson-Rüstung. Was ist das hier noch? Eine Tesson-Hose. Tesson-Armschienen. Oh, ich habe tatsächlich ein komplettes Tesson-Set. Schön. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Was habe ich hier noch? Manticore habe ich noch, oder? Habe ich das komplette Manticore-Set da? Ja, habe ich. Und was ist das hier noch für Bärenstiefel? Warum habe ich die Bärenstiefel nicht an? Ach, das sind die einfachen Bärenstiefel. Ah ja. Schön, oder? So, Gemälde. Habe ich nicht noch ein Bild? Ich habe noch ein altes Elfenschild. Nee, ich habe hier noch der weiße Wolf von Graf Bileral. Das ist doch nicht. Sieht ja gar nicht mal so schön aus. Ja, das alte Elfenschild können wir auch noch aufhängen. Das Bild hat einen ganz schönen Rotton, oder? War das nicht vorhin noch ein bisschen anders? Naja. Hier immer brauchen. Ja, ich wohne ja hier auch. Das ist ja mein Keller. Was ist mein Dings hier? Bin ich mal gespannt. Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Ah, was? Ich halte es ja persönlich nicht für klug, meinen eigenen Keller zu demolieren, aber gut. Was? Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Wo mag denn hier ein Alchemistenkeller bei mir in der... Schnaps erstellen. Julius Van Garves Brief. Lieber Finder dieses Briefs, mein Name ist Julius Van Garve und wenn du diese Zeilen liest, bin ich sicherlich schon lange tot. Aufgrund meines Standes und der Verbindung meiner Familie wurde ich zum Studieren auf die Ban Art geschickt, die berühmte Magierschule, doch diese Studien haben mich nie abgeschlossen. Denn mein Leben lang interessierte mich Magie nur am Rande, stattdessen brannte mein Herz für organische Alchemie. Diese wundersamste aller Wissenschaften habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gewidmet und der Tisch, neben dem du jetzt mit dieser großen Wahrscheinlichkeit stehst, sind die Früchte dieser wunderbaren Arbeit. Wenn du Alchemie ebenso liebst wie ich, würde ich mein Entdecken ebenfalls entzücken. Sollte dir dieser wunderbare Wissenschaft aber fremd sein, folge bitte meinen Rat. Lass diesen Brief fallen, entferne dich vom Tisch und komme nie wieder zurück. Das Praktizieren von Alchemie durch den Laien kann zu Verletzungen und gar zum Tod führen.
Wenn du diesen Brief nach dem letzten Absatz nicht fallen gelassen hast, ist der Alchemie nichts Fremdes. Deshalb werde ich dir in wenigen Worten die Grundlage des Alchemie-Tisches, den ich entworfen habe, erklären. Kurz gesagt handelt es sich bei meiner Entdeckung um ein Rezept, die notwendigen Werkzeuge um die Transmutation von Mutagenen, die Monster entnommen wurden, in gewöhnlichen Mutagenen zu ermöglichen. Ich weiß, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ich habe mit größtmöglicher Sicherheit bewiesen, dass das möglich ist. Die Vorgehensweise bei dieser Transmutation ist einfach. Man muss lediglich den Tisch verwenden, den ich entwickelt habe. Als Experte der geheimnisvollen Kunst der Alchemie kannst du dich mit solchen Geräten und Vorrichtungen sicherlich aus. Wenn du Laie bist, dem gemeinen Volk angehörst und durch Zufall an diesen verlassenen Ort gelangt bist, solltest du lieber zurücktreten. Ansonsten wird deine Unkenntnis schweren Schaden zufügen. Du wirst dich sicherlich fragen, warum ich meine Entdeckung von der Welt versteckt habe, warum ich meine Rezepte nicht mit der Gemeinschaft der Alchemisten geteilt habe. Nun, ich wurde schon immer für exzentrisch und distanziert gehalten und ich habe immer daran geglaubt, dass der Zufall das Schicksal bestimmt und nicht der Mensch selbst. Außerdem habe ich keine Nachfahren gezeugt und hege nicht den Wunsch, mein Werk lediglich einem Bekannten zu überlassen. Also habe ich beschlossen, meinen Tisch zu verstecken und darauf zu vertrauen, dass der Zufall, wenn meine Theorie stimmt, einen Menschen herbringen wird, der sich damit auskennt, sich darüber freut und ihn nutzen kann. Ob ich mich irre oder nicht, wird die Zeit zeigen. Nutze mein Geschenk weise und lebe wohl. Julius Bangaff, Alchemist. Ah ja. Noch was? Achso, das ist Alchemie-Tisch, ne? Das kann ich hier. Achso. Alchemie-Labor. Das ist natürlich schön, dass ich sowas alles gegen. Achso, damit kann ich. Verstehe. Na ja, gut, das ist mir aber ziemlich egal. Na ja, gut, das Ding? Bombenträger. Achso! Ach so, das ist natürlich cool. Warte mal, rechts steht der Dingsbummensbein, oder? Ach ja, hier ist der gute. Ist das der Sangreal? Oh ne, der weiße Wolf. 15 Flaschen, genau. Ist ja sonst nix. Aber ja, endlich. Das kann der weiße Wolf, ist eigentlich besonders toll als Wein. Also, weil ich jetzt 15 Flaschen habe, aber 15 Flaschen habe ich denn hier 15 Mal. Achso, ich sollte vielleicht mal sortieren, oder? Zack. CDRZ-Gegenstand der weiße Wolf? Ich habe hier von nichts 15 Flaschen. Also, ich habe was. Für die Regeneration. Cool. Der ist einfach nur Nahrung. Das ist halt einfach genau wie Wasser, das Zeug. Lol. Na gut. So viel dazu. Ja, das Corvo Bianco im neuen Bankerstand habe ich doch eigentlich alles gemacht. So, auf jeden Fall sind wir dann eigentlich. So, jetzt sind wir aber langsam auch wirklich mal durch. Dann kann ich jetzt noch das alternative Ende. Also, was heißt alternative Ende? Die andere. Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. In der Tat. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Vengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. Ein bisschen spät leider, ein bisschen spät. Das kann ich nochmal. Langsam gefällt es mir hier. Wie du wünschst, Herr. So, wir können doch was am Haus tun? Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das... In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Das Problem ist, dass ich keine Rüstung mehr habe. Ich kann tatsächlich. Was kann ich denn hier noch alles machen, WTF? Na gut, das ist eine endlose Geld-Dingens. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Oh nein! Na gut, machen wir. Habe ich so viel Geld noch? Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Bestimmt! Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Also ich kann ja mal aus Spaß das mal irgendwie mal offscreen mal komplett durchbauen. Kommen wir später darauf zurück. Kein Problem, Herr. Und mir das mal angucken. Ah, das ist dauert ey. Wohnt jetzt hier eigentlich Tiri irgendwie noch? Nö, eigentlich nicht, oder? Mhm. Ist das überhaupt das Gästezimmer? Ah, theoretisch, nee, das hier wohnt Banner Basilikus, ne? Basilikus, das heißt garantiert nicht. Hab ich überhaupt mein Gästezimmer? Ein Gästezimmer? Hier draußen die Veranda. Ja, jetzt Tiri hier irgendwo draußen rum, oder? Ist die einmal... Das habe ich nicht überhaupt noch verquestert. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal durch, oder? Das sind Dienste. Ne, ich habe hier nur irgendwelche, die mich in Haus Sachen und Leute kaputt aufträgern. Sonst habe ich hier nicht viel zu tun. Ne, Tiri sitzt tatsächlich immer noch da oben. Seit 3 Tagen.
Kann ich ja hochspringen? Kann ich. Cool. Ciri sitzt hier wirklich den ganzen Tag einfach nur draußen rum. Dir gefällt es hier, wie ich sehe. Ach, hier könnte ich für immer bleiben. Das hatten wir schon mal. Ja, okay, gut. Na gut. Gut, dann bin ich einfach fertig hier für das Dings. Bis dann. Pass auf dich auf. Dann haben wir ja erstmal alles Wichtige getan. Wir haben einmal durchgespielt und dann kann ich ja so viel Geld habe ich endlich noch. Oh, das wird nicht ganz reichen für den zweiten Ausbau. Naja, schade. Auf jeden Fall, dann können wir ja, baue ich vielleicht noch offscreen ein bisschen rum hier an diesem Haus, wenn ich mal Zeit finde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, wir machen jetzt natürlich in der nächsten Folge. Jetzt mache ich nochmal, lade ich nochmal und machen wir mal die andere Seite der Geschichte. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.